Hallöchen, willkommen zurück zu einem neuen Daily Video auf diesem Kanal. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und freue mich, dass du hergefunden hast. Seit gestern fange ich an, euren Videowünschen nachzugehen und heute habe ich mir den Videowunsch rausgepickt. Wie bearbeitest du deine Videos? Vielen Dank für diesen Vorschlag. Also wenn ihr Videoideen oder Vorschläge oder Videowünsche habt, wo ihr sagt, hey, zeig mir doch mal das oder das oder setz mal das oder das um, mach mal die oder die Challenge, immer her damit. Ich fange ab jetzt an, eure Videowünsche umzusetzen. So, ja, heute bin ich bei dem Thema, wie bearbeite ich meine Videos? Mit welchem Programm bearbeite ich meine Videos? Die Sache ist die, ein Video entsteht ja nicht nur durch die Bearbeitung. Also da ist wirklich so viel rundherum. Das fängt an bei dem Equipment. Dann braucht man auf jeden Fall sehr viel Zeit und wenn man YouTube macht, auch sehr viel Geduld. Das ist das Erste. Ich fange mal von vorne an bei meinem Equipment. Im Moment filme ich gerade mit der Canon EOS 80D und die hat sogar noch ein Rode-Mikrofon obendrauf, damit ihr mich besser hört. Auf der Seite habe ich auch noch zwei Softboxen stehen, damit ich ausgeleuchtet bin und keine unschönen Schatten im Gesicht habe. Ich habe allerdings nicht nur die Kamera, wenn ich unterwegs bin und vlogge, habe ich noch die Canon PowerShot G5X. Das ist erstmal so das grobe Equipment, was ich hier so rumstehen habe. Und für den Videoschnitt benutze ich Adobe Premiere CC 2018. Ja, ich glaube. Also, das sind erstmal so die Dinge, die ihr braucht. Aber, auch wenn ihr das alles habt, wenn ihr mit YouTube anfangen wollt oder wenn es euch reitet, mit YouTube anzufangen, ist die Grundvoraussetzung auf jeden Fall, dass ihr das nicht nur aus einer Laune heraus macht. Denn Erfolg auf YouTube ist nicht selbstverständlich. Erfolg auf YouTube zu haben bedeutet viel, viel Arbeit und viel, viel Geduld. Wenn ihr die nicht habt, dann ist, muss ich leider sagen, ist das ganze Projekt schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. So, also fangen wir doch jetzt mal an. Ein Video bedeutet ja natürlich auch Arbeit. Wie lange brauche ich für ein Video? Erstmal ist das unterschiedlich. Wenn ich einen Vlog drehe, habe ich die Kamera oftmals sogar den ganzen Tag mit mir. Das heißt, das Video findet über den Tag verteilt statt. Und dann kommt auch noch der Schnitt. Wenn ich jetzt so ein Video mache, wo ich einfach so mit euch rede, das geht dann schneller. Ich sage das, was ich sagen möchte und danach schneide ich es schon. Und wenn ich einen Vlog mache, ist die Kamera immer mit dabei. Die ist nie aus. Also quasi 24/7 ist die Kamera bei einem Vlog an. Also Vlogs dauern auf jeden Fall länger. Ich gehe jetzt aber mal von dem Video aus. Also, wenn man die Zeit nimmt, die ich mich vorbereite auf das Video, ist sicherlich noch eine halbe Stunde einzurechnen, denn im normalen Fall würde ich mich nicht schminken. Aber im Internet möchte man ja schon so ein bisschen vernünftig auftreten und deswegen mache ich mich halt schon so ein bisschen für die Öffentlichkeit fertig. So, also das dauert ungefähr eine halbe Stunde täglich im Bad. Dann habe ich ungefähr eine halbe Stunde, die ich jetzt mit euch rede. Man muss ja natürlich davon ausgehen, dass nicht alles direkt beim ersten Mal klappt. Ich verspreche mich auch. Und dann sind Szenen drin oftmals, die ich auch gar nicht zeige, die dann auch gar nicht im Internet landen. Also kann man knapp von einer halben Stunde ausgehen. Der Videoschnitt an sich, der kann bis zu 2 Stunden dauern, sind wir schon bei 3 Stunden. Aber wenn wir mit dem Videoschnitt fertig sind, sind wir noch nicht fertig. Denn das Thumbnail muss ja natürlich auch noch gemacht werden. Und das Thumbnail dauert auf jeden Fall auch noch mal eine halbe Stunde, wenn ihr es ordentlich macht und versucht, alles rauszuholen. Denn auf YouTube ist es natürlich so, dass das Thumbnail auch eines der wichtigsten Sachen ist, denn sind wir mal ehrlich. Wenn ihr durch die Vorschläge scrollt und ihr findet ein Video vom Thumbnail her nicht ansprechend, dann scrollt ihr einfach weiter, dann schaut ihr nicht rein. Also das Thumbnail ist ganz wichtig und deswegen kann es auch bis zu einer halben Stunde dauern. Dann wären wir also schon bei 3,5 Stunden. Jetzt sind wir immer noch nicht fertig. Jetzt müssen wir das Ganze noch bei YouTube hochladen, was ich auch nochmal bis zu einer halben Stunde hinziehen kann. Denn ihr ladet das hoch, beschriftet das Ganze und müsst auch da nochmal kreativ sein beim Titel, bei der Beschreibung, bei den Tags
Und das kann auch nicht mehr dauern. Das ist erstmal so der grobe Ablauf. Ach übrigens, dann wären wir ungefähr bei 4 Stunden pro Video. Und das geht alles noch weiter auszubauen. Also beim Videoschnitt braucht man die meiste Zeit. Das meiste passiert, wenn ihr es nicht seht. Und das ist alles noch komplett krass ausbaufähig. Also das ist noch nicht das Maximum an Zeit, was man in den Videoschnitt investieren kann. Gut, also jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von diesem Video heute. Wie bearbeitest du deine Videos? Also wie gesagt, ich benutze Adobe Premiere und ich möchte euch heute mal so grob die Dinge zeigen, was Premiere beinhaltet, welche Dinge ich am meisten bei Premiere nutze. Und in einem der letzten Videos hatte ich so einen coolen Effekt, wo ich gesagt hatte, Kinomodus an, diesen hier. Den werde ich euch auch noch zeigen, wie ich den mache. Halt einfach mal so grob durch Premiere, damit ihr einen kleinen Überblick bekommt. So, dann wechseln wir jetzt mal das Setup und ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, heute läuft natürlich wieder nichts nach Plan. Also das, was ich jetzt mache, mache ich gerade das zweite Mal, weil mein Bildschirmaufnahmeprogramm gesponnen hat und nicht alles aufgenommen hat. Das sind wirklich so Sachen, die muss man mit einberechnen. Es ist auch nicht geplant, dass ich das jetzt von hier hinten aus mache, aber Improvisation gehört auf jeden Fall dazu. Wir haben jetzt also unsere Premiere, das Schnittprogramm. Wir haben die Effekteinstellungen, die sind wichtig. Dann haben wir den Anzeigebildschirm. Dann haben wir den Anzeigebildschirm, wo das angezeigt wird, was wir gerade machen. Hier haben wir die Effekte, die wir auswählen können. Und hier unten haben wir unser Schnittfenster. Ich muss immer gucken, ob jetzt alles hinhaut. Sorry. Erstmal das Wichtigste, was es gibt. Und dass wir hier oben halt den Audio-Clip-Mischer noch haben. Hier können wir dann die Audiospuren einstellen, wie die Lautstärke sein soll. Also ich habe jetzt hier schon ein Video herausgesucht. Einfach nur ein Testvideo für euch. Das Video bringt seinen eigenen Ton mit. Fangen wir gleich mal an. Also diesen Ton möchte ich nicht haben, also ziehe ich entweder die Audiospur auf leise oder ich gehe hier auf stumm. Ich schalte die Spur stumm. Das habe ich jetzt getan und wir hören also nichts mehr. Ich gehe mal zurück. So, da mache ich mal einen Cut. Und entferne jetzt mal diesen einen Frame, dieses eine Ding hier. So, jetzt haben wir bei diesem Video einen harten Übergang. Also quasi, seht ihr das? Es ist nicht smooth, es ist nicht schick, es ist einfach ein harter Übergang. Dafür haben wir bei den Effekten jetzt zum Beispiel die weiche Blende, die können wir jetzt hier drüber tun, so. Passt mal auf, wie das Ganze jetzt aussieht. Es ist ein schöner, weicher Übergang. Jetzt ist das Ganze hier ruhig. Wir haben den Ton weggenommen. Da möchte ich jetzt gern einfach ein bisschen Hintergrundmusik dahinter packen. Hintergrundmusik dahinter packen, damit es einen eigenen Charme bekommt. So, da habe ich diese hier vorbereitet. Die ziehe ich gleich mal ein bisschen runter auf minus 21. Sonst fliegen uns gleich die Ohren weg. Ich möchte allerdings, dass diese Musik nicht gleich einsetzt, sondern dass die sich leise steigert. Also nehme ich die konstante Leistung und packe die hier auf den Anfang. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Genau, sehr gut. Diese zwei Sachen, also diese weiche Blende und die konstante Leistung, die nehme ich total oft. Also die brauche ich wirklich so oft wie keinen anderen Effekt. Jetzt ist es so, dass wir ja hier mit diesem Fenster auch noch viele Spuren übereinander legen können. Wir haben ja hier unser Video, diese beiden blauen Balken, das ist unser Video. Der oberste Balken ist das Video an sich. Der untere Balken ist nur der Ton, also oben nur Bild, unten nur Ton. Alles,
was wir jetzt über den oberen Balken legen, ist nur Bild. Also quasi mein Instagram, den ich einblende, oder eure Kommentare, die ich einblende. Und alles, was unter diesem unteren Balken, also unter der Tonspur ist, ist nur Ton. Quasi Hintergrundmusik oder diesen Pink-Sound, der Sound, der bei meinem Instagram-Account mitkommt. Sowas halt. Genau, das ist so eine wichtige Sache, die muss ich euch auf jeden Fall noch erzählen, weil sonst versteht ihr das nicht. Obwohl ich das recht grob halten möchte. Ein cooler Effekt ist zum Beispiel auch, wir nehmen das mal eins runter und fangen mal an, dieses Video zu verdoppeln. Also ich ziehe das Video jetzt einfach nochmal hoch. Den Ton brauchen wir nur einmal, das ist egal, den brauche ich nicht nochmal verdoppeln. Und jetzt mache ich das obere Video über die Effekteinstellungen, ich sehe es gerade noch nicht, deswegen klicke ich es nochmal an, über die Effekteinstellungen einfach kleiner, kleiner. Ich muss das mal kleiner machen, sonst seht ihr nicht alles. So, ich habe das obere Video jetzt also kleiner gemacht. Und das Video ist jetzt doppelt groß im Hintergrund und das Verkleinerte im Vordergrund. Jetzt möchte ich, dass das im Hintergrund unscharf wird und schwarz-weiß. Also nehme ich den Effekt schwarz-weiß, packe den auf das untere Video, weil das ist das im Hintergrund. Und noch den Effekt Kamera weich zeichnen. Auch natürlich auf das hintere Video, also auf die untere Spur. So sieht das Ganze jetzt aus. Man kann jetzt natürlich auch zum Beispiel noch die weiche Blende hier drauf tun. Dann gucken wir uns den Effekt mal an. Also es gibt so ganz viele Spielereien, die man machen kann. Jetzt haben wir ja den Schwarz-Weiß-Effekt und diesen Weichzeichner auf das untere Video gelegt. Das heißt, wenn wir in den Effekteinstellungen sind, können wir diese Effekte noch anpassen. Also nur wenn wir die Effekte drauflegen auf das Video, heißt es nicht, dass da schon Ende ist. Wir können diese Effekte noch anpassen, bis wir umfallen. Also wirklich so, bis wir es für perfekt empfinden. Das ist das Coole an Premiere. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Programmen ist, aber ich liebe Premiere. So, wir haben jetzt zum Beispiel Kamera weichzeichnen. Wir können diesen Kamera weichzeichnen Radius noch verändern. Dann seht ihr, im Hintergrund passiert etwas. Wenn ich auf das obere Video noch einen Schlagschatten packe, kommt hier ein kleiner Schatten. Der ist jetzt natürlich hier auch aufgetaucht in den Effekten. Den können wir ebenfalls bearbeiten. Wir machen mal den Abstand etwas größer. Da seht ihr, wie der Schatten wandert. Machen wir mal so. Jetzt hat der Schatten eine harte Kante, also verändern wir diese Kante einfach noch, sodass sie weicher wird. Und schon haben wir einen schicken Schatten und das Bild sieht einfach nicht so draufgepackt aus. Wie sieht alles jetzt aus? So sieht das jetzt aus. Das weg, dass wir nur noch unser Demo-Video haben. Mache wieder diesen Kamera-Weichzeichner raus, mache den Schwarz-Weiß-Effekt raus und schon sind wir wieder beim Video, wie wir es hatten. Jetzt hatte ich euch erzählt, dass ich mit einem... Naja, es ist kompliziert, aber wenn man es versteht, ist es auch recht einfach. Wie lasse ich nun also diese Filmblende herunterfahren, sodass es einen coolen Filmeffekt gibt. Also ja, wie ich ihn euch erst schon gezeigt habe. Das geht auch ganz einfach. Fangen wir also mal am Anfang von diesem Video an. So, jetzt brauchen wir wieder einen Effekt und zwar, das ist das Zuschneiden. Den Effekt packe ich mir jetzt hier auf dieses Video, was ich ja jetzt haben möchte. Und der taucht natürlich wieder in den Effekteinstellungen auf. Ich möchte jetzt die
obere Kante und die untere Kante, dass diese, der schwarze Balken, herunterfährt. Das heißt, ich aktiviere jetzt die Uhr. Das heißt, ich kann das nicht erklären. Also das heißt einfach, dass ab da gemessen wird und wir legen dann einen weiteren Punkt fest, bis wohin dieser Effekt sich dann ausbreitet. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären. Passt mal auf. Jetzt brauche ich das hier. So. Also wir haben jetzt die Uhr aktiviert. Haben jetzt hier dafür, da seht ihr das, diese Punkte bekommen. Ich kann es auch nochmal machen, dass ihr das seht. Also pass auf, wir aktivieren die Uhr und hier kommt gleich der Punkt. Unten, da ist ja der Punkt, oben, da ist der andere Punkt. Jetzt springen wir im Video ein Stück vor. Ungefähr so viel. Also ihr könnt das dann auch nach Belieben noch nachstellen, indem ihr hier die Punkte verschiebt. Aber erstmal so vom Gefühl her würde ich sagen, springen wir mal bis hierhin und verändern diesen Wert auf 15. Zack, und da ist die Blende. Den unteren Wert für unten, den stellen wir ebenfalls auf 15 und zack, da ist die andere Blende. Jetzt werdet ihr sehen, durch diese aktivierte Uhr dehnt sich dieser Effekt aus. Es ist schwer zu erklären, tut mir leid. Ich zeige euch, was ich meine. Also passt auf. Hier ist er noch nicht da. Ich mache das mal wieder weg. Hier ist der Effekt noch nicht da. Aber der kommt gleich. Passt auf. Gesehen? Also dieser Effekt dehnt sich durch diese Stoppuhr aus. Ich nenne das jetzt einfach mal so. So, jetzt wollen wir aber noch diesen epischen Übergang von Farbe in Schwarz-Weiß haben. Das heißt, ich gucke jetzt, hier fängt der Effekt an ungefähr, hier endet er, also nehme ich ungefähr die Mitte. Mache einen Cut, hole wieder Schwarz-Weiß, packe Schwarz-Weiß auf das Video hier nach dem Cut und im Moment würde das jetzt so aussehen. Also es ist wieder ein harter Übergang von Farbe zu Schwarz-Weiß. Das heißt, ich packe jetzt einfach noch diese weiche Blende hier drauf und schon haben wir einen weichen Übergang. Gesehen? So einfach ist das. So ist diese Funktionsweise, die komplette Funktionsweise von Premiere. Also man kann da wirklich ausprobieren, der Kreativität freien Lauf lassen. Man kann einfach so viele Effekte selbst basteln. Aber das war jetzt erstmal nur der wirklich eine grobe Übersicht für euch, damit ihr das erstmal so grob versteht und damit ihr seht, wie funktioniert Videoschnitt. Ich würde das Video an der Stelle jetzt auch gern beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gern ein Däumchen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr das Video kommentiert, dann werdet ihr mit ein bisschen Glück im nächsten Video erwähnt und euer Kommentar wird eingeblendet. Wenn ihr den Kanal abonniert, das ist übrigens kostenlos, dann verpasst ihr keine Videos mehr, vor allem wenn ihr das Glöckchen aktiviert. Hier auf diesem Kanal kommen nämlich täglich Videos, also nicht verpassen. Es ist spannend hier, es bleibt spannend. Jetzt bin ich fertig. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!